Die Herausforderungen des Lebens meistern, Teil 2. Bei diesem Video geht es schwerpunktmäßig um Manifestation. Ja, vielleicht hast du dich mit Manifestation schon ein wenig auseinandergesetzt oder womöglich bist du sogar ein Profi und hörst dir dieses Video nur aus Interesse an, was so meine Erfahrungen mit Manifestationen sind. Ja, ich freue mich sehr einmal, dass du mir jetzt zuhörst. Manifestation ist ja eins der wesentlichen Dinge, wenn es um Persönlichkeitsentfaltung geht. Und ja, die meisten ist es nicht bewusst, dass wir permanent manifestieren und leider Gottes ja unbewusst. Und so unbewusst sein ist wesentlich stärker, wesentlich kraftvoller wie unser Bewusstsein. Und deshalb ist bewusste Manifestation so wichtig und so entscheidend für unser Leben. Ja, wir hören ja sehr oft positiv denken. Du brauchst nur positiv denken und dann wird sich alles erfüllen. Also bei einer meiner Videos habe ich ja schon mal darauf hingewiesen, dass das positive Denken alleine nicht ausreicht, sondern es ist entscheidend, was du fühlst. Also wenn du jetzt positiv denkst, aber nicht daran glaubst und du das einfach nicht fühlen kannst, dann hat eben das positive Denken im Grunde genommen gar keine Wirkung. Und auch so ist es beim Manifestieren, wenn du ein Ziel hast, ist es natürlich, wenn du ein Ziel hast, ist die Voraussetzung auch, dass du daran glaubst und dann, dass du in die Vorstellung gehst, in dieses Gefühl hinein, als hättest du dieses Ziel schon erreicht. Also, dass es du fühlst und spürst, also vorstellen kannst und auch im Körper fühlst. Weil das Fühlen ist um 5000 Mal stärker wie unser Denken. Also das kann man mittlerweile auch mit Messgeräten feststellen, dass das Denken im Vergleich zum Fühlen, also das Fühlen um 5000 Mal stärker ist. Und jetzt sieht man schon, wo im Grunde genommen das riesengroße Potenzial liegt im Fühlen. Es gibt natürlich viele Menschen, die sie sagen, dieses Visualisieren, dieses Vorstellen, da tun sie sich ja ein bisschen schwer. Nehmen wir an, du hast jetzt einen Wunsch, dass du eine neue Wohnung möchtest, weil da einfach die alte Wohnung nicht gefällt, weil es zu laut ist und vielleicht die Nachbarn und. Und du möchtest, dein Ziel ist einfach in der nächsten Zeit, dass du eine tolle Wohnung findest. Und da, wenn du das visualisierst, wirst du schon ziemlich genau deine Vorstellungen haben, in welcher Gegend es ist, dass du vielleicht sagst, oh, ich möchte einfach einen tollen Parkplatz haben, einen Abstellplatz, womöglich eine Tiefgarage. Und dass es ruhig ist, dass es still ist, dass ich einen ganzen Tag Sonne habe, Morgensonne im Osten, dann zum Mittag eben, wo es im Wohnzimmerbereich ist, dass du einfach eine genaue Vorstellung hast. Und jetzt geht es darum, also das ist dein Ziel, sage ich mal, deine Vision, dass du das vorstellst, dass du es auch formulierst und dann, dass du das so vorstellst, so visualisierst, dass du es sogar so fühlst, als würdest du schon in dieser Wohnung leben. Das ist jetzt nämlich das Entscheidende. Du fühlst dich, du siehst dich schon in dieser Wohnung, du wirst in diesem Schlafzimmer munter in der Früh, es ist total ruhig und durch die Jalousie siehst du schon die Sonne aufgehen. Und du stellst dir dann vor, wie du hineingehst in deinen Wohnbereich mit einer riesengroßen Terrasse und du siehst einen wunderschönen Berg, weil du das einfach, die einfach vorstellst und im Park unten sind einfach schöne Bäume. Und das machst du jeden Tag, ganz, ganz wichtig, vor dem Einschlafen und unmittelbar, nachdem du aufwachst, dass du das, dein Ziel so visualisierst und so ins Gefühl hineingehst. Und warum am Abend? Weil unser großes Potenzial ist unser Unterbewusstsein. Dass du immer alles, was du zum Schluss vor dem Einschlafen denkst und fühlst, das nimmst du mit in deinen Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, ja, hat eine wesentlich größere Macht, wesentlich größere Kraft wie dein Bewusstsein. Und jetzt schlafst du mit diesem Gedanken und mit diesem Gefühl ein und nimmst es mit in den Schlaf, mit in deinen Unterbewusstsein hinein. Und dann in der Früh, wenn du wach wirst, ist der erste Gedanke wieder diese Wohnung. Ja? Du schläfst, du bist munter schon in dieser Wohnung, ja?
Wenn es vielleicht dort in dieser Wohnung noch ein bisschen laut ist, visualisierst du einfach diese Stille, gehst einfach in diese Vorstellung, als hättest du diese Wohnung schon bezogen. Und wenn du die jetzt, sage ich mal, mit dem Visualisieren, mit dem Fühlen ein bisschen schwerer tust, ich werde jetzt einen ganzen Kraft oder ganz ein paar kraftvolle Sätze, wie du anfangen kannst, eben in dieses Fühlen, in dieses Spüren leichter hineinzukommen. Und zwar, ich sprich jetzt diesen Satz auf, und im Textteil kannst du dann auch nachlesen, und der hat eine ganz starke Wirkung auf dein Unterbewusstsein und auf deinen Gemütszustand. Wie meine Vortragsreihe heißt, die Herausforderungen des Lebens meistern. Wir wissen ja, dass wir in einer sehr unruhigen Zeit leben, in einer sehr hektischen Zeit leben. Und da ist einmal ganz, ganz wichtig, dass wir einfach ruhiger werden. Und dadurch beginnt dieser Satz und du setzt deinen Namen an, sprich dir selbst an, so wie ich es jetzt mache. Das ist der erste Satz, den du jetzt verwenden solltest, damit du einfach in dieses Fühlen leichter hineinkommst. Also sagst, ich sage jetzt, ich, Franz Hirschmann, fühle mich ruhig und gelassen. Ja, weil die Ruhe und die Gelassenheit ist einfach so wichtig. Und dann vollkommen sicher und frei. Diese Sicherheit und diese Freiheit, das ist so ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und dass du dir auch das immer wieder in dieses Gefühl der Sicherheit und Freiheit gehst. Und einer unserer größten Bedürfnisse von uns allen Menschen ist es, dass wir geliebt werden. Und dann sagst du, ich bin absolut geliebt und ich fühle mich geborgen. Also absolut geliebt und geborgen. Ja, sag diese Sätze immer wieder, wenn du dich schwer tust, mit manifestieren, in dieses Gefühl hineinzukommen. Dass du einfach sagst, ich fühle mich ruhig und gelassen, vollkommen sicher und frei und absolut geliebt und geborgen. Und danach gehst du zu deinem Ziel. Ich bewohne diese wunderschöne Wohnung in Salzburg in einer total ruhigen Lage ab dem 20. Oktober 2024. Also, dass du auch das Datum dann genau einsetzt, wann du diese Wohnung spätestens haben möchtest. Es kann natürlich passieren, dass das schon früher eintritt. Und das kannst du alles mit deinen Zielen, die du hast, machen, dass du das einleitend mit diesem Satz beginnst, dass du in dieses Fühlen, in dieses Spüren hineinkommst und dann ganz konkret dein Ziel so fühlst und spürst, als würdest du diese Wohnung oder dieses Auto oder diesen Partner, ja, würdest du schon mit diesem Partner zusammen sein. Also einfach, dass du das fühlst, dass du in diese Vorstellung hineingehst. Ja, das ist dann bewusste Manifestation, dass du einfach das mal zuerst einmal formulierst, was dein Ziel ist, dass du dich dorthin ausrichtest und dass du das dann auch fühlst und spürst. Also mach das immer wieder und sei auch immer wieder achtsam, wenn du Ziele hast, dass du aufpasst, wen du das erzählst, weil sehr oft wären solche Ziele, wenn man so, ja, für andere kann das ja utopisch sein, dass man sagt, ja, ich finde in Salzburg so eine ruhige Wohnung mit einem ganzen Tag Sonne und Stille und einen tollen Ausblick auf eine tolle Umgebung. Das kann schon sein, dass der eine oder andere sagt, na, wie sollst du das schaffen? Das wirst du nie leisten können. Und dadurch ist auch meine Empfehlung immer wieder, achte, mit wem du darüber über deine Ziele sprichst. Sprich nur mit ganz wenigen Personen und nur mit solchen Personen, die was in ihrem Leben auch wirklich schon was erreicht haben, die sehr, sehr positiv sind. Niemals mit Menschen, die was permanent jammern, die permanent zweifeln und die im Grunde genommen selbst auch gar nichts auf die Reihe gebracht hat. Ja, das ist, sage ich mal, mein Beitrag für Manifestation. In zwei Wochen startet noch meine neue Meditationsvideos, wo ich dann ganz speziell auf gewisse Ziele eingehe, wo man auch dann ganz viel nochmal zusätzlich mit Zahlen arbeiten, dann auch mit Musik, mit Frequenzen, weil das geht alles dann mit ins Unterbewusstsein hinein. Ja, wenn ich da ein bisschen neugierig gemacht habe, abonniere den Kanal, dann kannst du meinen YouTube-Kanal Kraft in dir, dann kannst du kein
Video versäumen. Ja, und das fällt alles unter der Rubrik Persönlichkeitsentfaltung. Ich gebe da auch Ausbildungen und vielleicht sagst du, ja, das Thema interessiert mich, ich will da einfach weiterkommen, ich will ein umfangreiches Wissen haben. Ich habe da mittlerweile seit über 4 Jahrzehnten beschäftige mich mit Persönlichkeitsentfaltung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich da vielleicht begleiten darf auf diesem Weg. Vielleicht willst du sogar eine Ausbildung machen und die wunderbare Möglichkeit bei mir besteht auch, dass du in der Ausbildungszeit sogar schon Geld verdienen kannst. Ja, im Textteil sind meine ganzen Kontaktdaten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben schenkst. Und ja, vielleicht hat dir dieses Video so gut gefallen, dass du es auch teilst. Ja, danke, dass du mir so lange zugehört hast und ich wünsche dir viel Erfolg beim Manifestieren. Und wenn du das einsetzt, was ich jetzt gesagt habe, dann werden sich deine Wünsche, deine Ziele erreichen, wenn du es dir vorstellen und vor allem auch fühlen kannst. Und wenn du das fühlst, wenn du es vorstellst, dann glaubst du natürlich auch daran. Und das ist die Voraussetzung, dass du deine Ziele wirklich nachhaltig manifestierst. Danke und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir.